Ja, Leute, ich weiß, ich erzähle das schon. Ich nehme mich selber schon nicht mehr ernst, wenn ich halt sage, wir sind gleich durch, aber ich denke, wir sind gleich durch. Das ist wirklich länger als gedacht. Bitte kein Alienschleim diesmal, bitte kein Alienschleim. Okay, wunderbar. Ich darf im Weltall ja reden. Ich dachte gerade schon so, ich halte mal die Klappe. Okay, das sieht jetzt ja auch richtig cool aus. Das gefällt mir. Ich werde es schaffen. Ich werde es schaffen. Shaka, Shaka. Wir werden es schaffen. Bald ist es geschafft. Time zu Burger und Pommes. Naja, vielleicht nicht ganz. Okay, und jetzt? Ah ja, alles klar. Ich duck mich. Ich hab Angst. Aber dann sehen wir so schlecht. Das heißt, sie quasi. Das ist ja hier gerade wie Achterbahn fahren, so ein bisschen. Oh, kurze Achterbahn. Ach, sie kann doch klettern, ja? Das ganze Spiel über tut die Frau so, als könnte sie nicht klettern, weil sie zwei kaputte Knie hat. Und jetzt auf einmal, ja, jetzt kurz vor Ende, zeigt sie uns ihre wahren Qualifikationen. Ja, also das muss man sich mal reinziehen. Das muss man sich. Es ist schon sehr dreist, was diese Frau da fabriziert. I'm here, Relaine. There should be two priming mechanisms to unlock the manual release. I see them. Oh, jetzt zack. Keycard im All verloren gegangen. Da. Ah, ich muss da echt wieder hochklettern. Ich bin Zeitlupenfrau. Da. Oha, oha.
Oha. Also anscheinend brauchen sie keinen Sauerstoff. Wäre diese Frage geklärt. Verlaine, I'm on my way up to the bridge. Puh, okay, ja, dann sind wir jetzt mal gespannt, ob wir denn jetzt wirklich am Ende sind. Oder ob's nur das Anfang vom Ende ist. Ob uns ein Alien irgendwie folgen konnte. Durch die Explosion auch unser Schiff katapultiert, ich weiß es ja nicht. Okay. Ich habe mich hier vielleicht jetzt ein bisschen ablenken lassen, falscher Raum. Aber ihr kennt das ja, ich verlaufe mich ja oft. Oder zumindest verlaufe ich mich nicht so selten. Er ist nicht voll cool. Naja. Ich glaube, hier rechts kann ich den Raumanzug ausziehen. Ah, das sieht doch gut aus. Was? Ich kann den Anzug nicht ausziehen. Verlaine? Oh fuck. Oh scheiße. Beweg dich. Ich will nicht tot sein. Okay, interessantes Ende. Also anscheinend hat sie sich jetzt schon so ein bisschen geopfert, aber man hat ja am Ende jetzt noch so einen Lichtschein in ihrem Gesicht gesehen. Also, also für mich sah das jetzt aus, als hätte sie sich mit dem Alien noch irgendwie rauskatapultiert. Und dann, ja, treibt sie da jetzt im All rum. Interessant. Ja, auf jeden Fall, Leute, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das für euch zu Let's Playen. Zwischendurch, ich muss sagen, so in der Mitte hatte das Spiel wirklich so seine Schwächen. Da war es halt, wurde es ja wirklich zu einem Shooter. Teilweise standen die Androiden ja so, dass du sie bekämpfen musstest. Du konntest sie nicht umschleichen. Und man hatte dann auch so viel Munition und alles, dass man einfach... Ja, es war eigentlich egal, ob man halt wirklich aggressiv vorgegangen ist oder eher passiv gespielt hat. Das fand ich ein bisschen schade, da hat das Spiel definitiv Potenzial verschenkt, meiner Meinung nach. Aber im Großen und Ganzen würde ich einfach mal behaupten, dass Alien Isolation ein klasse Spiel ist. Sehr solide, auch was der Horrorfaktor angeht, muss ich sagen, hätte für mich ein bisschen mehr drin sein können, weil ich bin jetzt nicht gerade der Typ, der jetzt viele Horrorspiele spielt. Also... ich bin jetzt eigentlich dann schon sehr schreckhaft, was es angeht. Nur
Alien Isolation hatte einfach nicht so viele Schockmomente drin. Also bei Dead Space habe ich mich deutlich mehr erschreckt, muss ich sagen. Was ich ja leider noch nicht für euch Let's Played habe. Ja, also im Großen und Ganzen, Alien Isolation war doch sehr cool, hat mir viel Spaß gemacht. Möchte ich nochmal abschließend sagen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude. Lasst mir doch ein bisschen Feedback da auf der Page. So, schreibt mir ein paar Kommentare, ein paar Anmerkungen, vielleicht Verbesserungsvorschläge. Ich bin ja noch ein sehr neuer Channel mit noch nicht sehr vielen Abonnenten. Aber im Endeffekt, für mich ist es ganz ein Hobby. Ich mache das, weil es mir Spaß macht. Ich freue mich, wenn ich euch damit eine Freude machen kann. Und wenn ihr dadurch einen besseren Eindruck vielleicht vom Spiel bekommt. Ich habe mir sagen lassen von einer Freundin, ich wirke sehr steif bei meinen Facecam-Aufnahmen. Das stimmt. Es ist teilweise einmal die Anspannung, weil man sich ja selber filmt. Und gleichzeitig ist es auch halt wirklich, dass ich halt wirklich bin voll aufs Spiel konzentriert. So, ich bin dann halt innerlich, geht bei mir total das Emotionskino ab. Aber rein äußerlich sieht man das halt leider gar nicht so. Aber das vielleicht werde ich im Laufe weiterer Let's Plays noch ein bisschen lockerer. Geplant ist, dass ich als nächstes Lords of the Fallen spiele. Die Frage ist hierbei noch, ich muss halt gerade noch gucken, ich will noch so ein bisschen die Testberichte abwarten, weil ich habe jetzt so, ich habe halt ein bisschen Feedback von der Presse gelesen, was halt ein bisschen, also so Previews angeht von irgendwelchen Spieletestern, und es fiel halt eher so aus, dass es so eher so mittelmäßig ist, so nach einer 100% Wertung eher so ein Spiel, was so in Richtung 60-70% geht. Und dann würde ich mir das eventuell doch noch überlegen, das zu Let's Playen, weil halt, wie schon eingangs erwähnt, das soll mir halt auch Spaß bringen, und es bringt mir halt, also wenn es halt nur wirklich so ein mittelmäßiges Spiel ist, wo ich mich durchquäle, dann habe ich da keinen Spaß, sondern dann werdet ihr beim Gucken wahrscheinlich auch keinen Spaß haben, wenn ich dann da so genervt sitze und mir denke, boah, ey, es ist aber ein 0815 Game. Nee, deshalb werden wir einfach mal, ich werde einfach mal gucken. Wenn nicht Lords of the Fallen, dann muss ich vielleicht mal schauen, dann muss ich gucken, dass ich da einen Ersatz herkriege. Ja, also, ich denke mal, wenn ihr dieses Video jetzt hier gerade schaut, dann wird auf jeden Fall schon ein neues Let's Play laufen. Ich habe jetzt Alien Isolation, habe ich jetzt die letzten 3 Stunden an einem Stück durchgespielt, weil ich es jetzt einmal durchhaben wollte. Einfach, weil es halt doch sehr story-intensiv ist, mich die Story auch interessiert hat. Und zum anderen habe ich mir halt gedacht, ich will es jetzt einfach fertig haben, weil ich ja auch noch aktuell Shadow of Mordor noch spielen muss. Da bin ich ungefähr bei 60% beim Zocken. Und ja, an Alien-Videos habe ich jetzt noch einiges, was ich vorproduzieren kann für euch. Ich experimentiere auch aktuell noch so ein bisschen mit den Qualitätseinstellungen. Ich benutze ja Adobe Premiere. Ich habe ja ein Abo bei der Creative Cloud von Adobe. Und Adobe Premiere ist einfach ein klasse Programm zum Videoschnitt, für Videoschnitt und zum Rausrendern von Videos, und damit möchte ich halt gerne auch noch viel machen, viel rumexperimentieren, vielleicht auch mal mit ein paar neuen Effekten arbeiten. Ich habe ja auch noch keinen Channel-Trailer, und ja, im Großen und Ganzen, viel mehr bleibt mir nicht zu sagen. Also im Endeffekt, ich werde erstmal weitermachen mit Let's Plays. Muss natürlich auch erstmal schauen, wie das halt jobmäßig aussieht. Aktuell arbeite ich als Freelancer. Aber wenn ich halt doch mal wieder in einen 40-Stunden-Job reinrutsche demnächst, was durchaus passieren kann und wird, dann muss ich halt generell mal schauen. Vor allen Dingen brauche ich eine schnellere Internetleitung. Aktuell brauche ich zum Hochladen einer Folge Alien oder Mordor circa 60 Minuten. Und ja, es ist halt schon hart. Halt gerade wenn ich mir halt vorstelle, ich komme von einer 8-Stunden-Schicht nach Hause und ich will eigentlich erstmal nur zocken. Und dann brauche ich halt, kann ich 60 Minuten nicht wirklich zocken, weil er gerade ein Video hochlädt. Das wäre halt einfach sehr, sehr schade. Und von daher, wie gesagt, das ist alles ist noch im Fluss, was diesen Let's Play Channel angeht. Also da möchte ich auch keine Versprechungen machen, aber ich denke, dass ich noch eine ganze Zeit weitermachen werde. Das Einzige, was passieren könnte mit dem Channel, ist, dass ich zukünftig weniger Videos zeigen werde. Also aktuell laufen ja Alien Isolation und Shadow of Mordor. Wenn ich Lords of the Fallen spielen werde, dann sind es 3 laufende Serien, die ich habe. Es kann sein, dass ich dann nach und nach, wenn ich jetzt in einem 40-Stunden-Job bin, erstmal 1-2 Serien auslaufen lasse und dann nur eine aktuelle Serie euch erstmal präsentiere, bis ich wieder privat mehr Zeit dafür habe. Und ja, in diesem Sinne, es hat mir, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht.
Und ja, ich bin damit erstmal raus. Ich lasse euch noch die Credits laufen. Und ja, hoffe, dass ihr mir weiterhin zuschauen werdet. Bis bald.